Cannabis rauchen immer und überall, doch immer mehr Gastrounternehmen in Frankfurt sagen nein. Wer Steffsche trinkt, der braucht nicht zu kiffen. Das ist das Motto von Appleboy-Wirt Frank Winkler aus der Gaststätte daheim im Lorsbacher Tal. Wir sind eine Pappnasen-Fußball- und kifffreie Zone. So. Auch wenn seit dem 1. April das Kiffen mit Auflagen in Deutschland legal ist, Frank Winkler macht von seinem Hausrecht Gebrauch und will Cannabis in seiner Gaststätte verbannen, auch im Außenbereich. Ich kann mit dem Kiffen schon was anfangen, aber ich möchte es nicht in meinem Lokal haben. Wenn Sie ein Rippchen mit Kraut essen oder eine Schweinshaxe und dann weht Ihnen dieser süßliche Duft von Marihuana durch die Nase, das passt einfach nicht zusammen. Wir haben uns in Frankfurt umgehört. Was halten die Gaststättenbesucherinnen und Besucher von dem Kifferverbot einiger Gastronomen? Ich halte es absolut nicht für übertrieben. Also ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass in der Gastronomie teilweise nicht gekifft werden darf, weil eben Gäste, die high sind, auch durchaus problematisch werden können. Es ist halt sehr, sehr großintensiv. Und wenn im Biergarten Tabak geraucht werden darf, sollte auch Cannabis geraucht werden. Allerdings da ist natürlich ein bisschen auch jeder selber für sich zuständig. Sollte zu Hause gemacht werden und nicht im Lokal. Sich genauso auf in Kinder und Gesundheit. Richtet sich ja auch ein bisschen nach dem Klientel. Vielleicht, wenn es ein Familienrestaurant ist, dann ist das nochmal was anderes als jetzt hier auf der Berger Straße eine Kneipe, wo wir abends sitzen. Ich glaube, ich finde es ein bisschen übertrieben. Wenn es jetzt legal ist, warum sollte man es dann wieder irgendwie ausschließen? Leute dürfen ja auch draußen rauchen. Und die können ja auch sich einen Schnaps bestellen. Warum sollen die nicht kiffen können? Alles rigoros, permanent und immer meinen, regeln zu müssen über irgendwelche Verordnungen, finde ich sowas von lästig. Schadet Cannabis rauchen der Lunge? Ein Zusammenhang zwischen dem Cannabiskonsum und Lungen- oder Kehlkopfkrebs wurde bisher, anders als beim Tabakkonsum, nicht festgestellt. Die Studienlage dafür ist aber auch noch sehr dünn. Die Ärztin Petra Becker aus Frankfurt sieht die Legalisierung gerade für junge Menschen kritisch. Kann man vom passiven Cannabisrauchen auch schon high werden? Das kann ich mir so nicht vorstellen, ja, weil ich würde schon sagen, man muss einfach den Rauch einatmen, einen Moment lang auch in der Lunge lassen und jetzt, wenn da mal was an einem vorbeizieht, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Zurück ins Lorsbacher Tal. Ist es nicht etwas provozierend, wenn man das Gras vor der Nase hat, es aber nicht rauchen darf? Was tun, wenn die Versuchung zu groß wird? Die Grasdeko bei uns auf den Tischen, die war schon lange, bevor dieses Thema überhaupt so aktuell wurde. Wenn ein Stück fehlt, wird derjenige, der was damit anfängt, durchaus schnell feststellen, dass man das besser nicht raucht. Kunstrasen rauchen ist eben bäh. Rausgeschmissen wird hier übrigens niemand. Freundlich darauf hingewiesen, dass das Kiffen hier nicht erwünscht ist, schon.